Howdy Leute, IMF Tucker hier und wir reden nochmal ganz kurz darüber heute in diesem Video, was mit Final Shape rausgeht. Es gibt die ein oder andere Sache, die habt ihr vielleicht nicht auf dem Schirm und deswegen möchte ich sie euch noch einmal ins Gedächtnis rufen, weil es gibt doch ein paar Sachen, die möchte man vorher vielleicht nochmal gemacht haben. Ganz kurz Leute, eben von meinem Partner Howdy eine kleine Info und zwar haben wir am 2.6. kommt das Ganze, ja, wir haben Kai Pirinha Crab, ja, es geht in den Urlaub und zwar Mojito Macau haben wir dann noch und wir haben Daiquiri Dolphin, ja, ein paar sehr geile Flavor, ich kann euch sagen, sie schmecken geil, das Ganze kommt am 2.6., ich weiß, wir haben mittlerweile viele Holy Jünger, deswegen sage ich es euch vorher schon mal, weil meistens sind die immer sehr schnell ausverkauft, das Ganze geht, glaube ich, bis zum 14.6., und drei geile neue Flavor ab dem 2.6. Wenn ihr mich dort unterstützen wollt, ihr kennt das Spiel, ja, mit den Codes einmal MIFTY5 spart ihr 5 Euro beim Erstkauf und mit MIFTY immer 10%. Es gibt auch was zu gewinnen, es werden 10 Reisegutscheine im Wert von 2.500 Euro verlost und noch ein paar andere Goodies. Bleibt da auf jeden Fall am Start. So, dann gucken wir uns jetzt mal ganz kurz eine Grafik an, damit wir mal eben sehen, was denn wirklich rausgeht. Also grundsätzlich geht aus diesen ganzen Seasons hier, ja, Season of the Rich, Season of the Deep etc. pp., die ganzen saisonalen Stories raus. Ja, das heißt, wenn ihr da noch irgendwas machen müsst und das gerne abschließen wollt, macht das. Dann natürlich die ganzen saisonalen Bounties. Brauchen wir nicht drüber reden. Saisonale Bounties habe ich auch in meinem Bounty-Prep-Video gesagt, beziehungsweise im Final-Prep-Video. Saisonale Bounties nehmen wir natürlich nicht mit. Dann bezüglich Bounties gab es ja noch eine Änderung, als sie vor 2 Wochen haben sie die Nachricht dazu gegeben, oder vor 1,5 war es ungefähr, wegen dem Pathfinder, der dann kommt. Die Schmelztiegel, Vorhut und Gambit-Bounties, die könnt ihr nicht mitnehmen. Das Ganze wird über den Pathfinder ersetzt. Das heißt, diese 3 Bounty-Sorten könnt ihr getrost einlösen. Die könnt ihr nicht mit reinnehmen in Final Shape. Ja? Alle anderen, die planetaren Bounties vom Mond etc., alles, was wir in der Vorbereitung besprochen haben, könnt ihr alle mitnehmen. Diese 3 allerdings nicht. Ja? Das heißt, saisonale Stories grundsätzlich erstmal raus. Und was natürlich sehr, sehr wichtig ist, Leute, und zwar bezüglich Into the Light. Pantheon geht raus, ja. Pantheon, wer da auf jeden Fall noch rein möchte, der sollte dies schnellstmöglich tun, ja. Woche 4 ist jetzt da, alle Bosse sind da. Es ist nicht ganz einfach, ja. Wir haben in der Helpline auch Woche 4 schon gemacht. Das dauert natürlich schon ein bisschen länger als eben Woche 1. Ich gedenke aber, in einem Stream, beziehungsweise noch einen Stream zu machen, wo wir nur Woche 1 Helpline machen, weil das dauert dann ungefähr 20 Minuten. Ja, unser schnellster Run war in der Helpline irgendwie 18 Minuten, 17 Minuten. Da bringen wir dann noch ein paar Leute durch, ihr bekommt noch ein paar Meisterwaffen, ein Emblem aus dem Pantheon etc. pp. Ich denke, da haben wir mehr von, als wenn wir irgendwie an einem Abend 2 mit Woche 4 machen, aber wir gucken mal, wie wir das machen, ja. Auf jeden Fall, Pantheon geht raus, die Halle der Champions generell geht raus und ganz, ganz wichtig, Super Black Shader ist weg, ja, holt euch den auf jeden Fall noch, wenn ihr den haben wollt, ein geiler Shader. Das Parade Armor Set, ja, das heißt, wenn ihr die Ornamente dort noch haben wollt, müsst ihr sie kaufen, die jeweiligen, hier die Trophies, ja, die ihr zum Kisten kaufen braucht, die sind weg. Und die Limited Edition Waffen, ja, also das heißt, die Shiny, so nennen wir sie ja mittlerweile alle, die Shiny Varianten, die gehen raus. Und ihr wollt noch ein paar davon mitnehmen, ja, ich habe jetzt hier gerade keine. Ich habe aber alle eigentlich als Shiny, nicht als Godroll. Ich selber muss auch nochmal in den Ansturm rein. Wir werden sicherlich auch nochmal eine Helpline machen im Ansturm, ja, aber wichtig, das geht alles weg, ja. Ansturm, macht euch keine Sorgen. Die Waffen könnt ihr auch weiterhin bekommen. Das Ganze wandert dann in die Vorhut-Playlist, ja. Das heißt, das Ganze hier, dieses ins Licht, das geht weg. Und das Ganze geht dann einfach in die Vorhut-Playlist. Dort könnt ihr die Waffen dann noch bekommen. Sowas wie Gipfel, Randtransit. Allerdings nicht mehr als Shiny-Variante, also mit den Doppelperks. Und ich sage euch ganz ehrlich, ein paar Waffen solltet ihr auf jeden Fall noch mitnehmen. Und zwar ganz wichtig, ein Gipfel mit Selbstlader und Rekombination wollt ihr haben. Ihr wollt einen Randtransit haben mit Missgünstiger und Locken und Wechseln. Und vielleicht noch die ein oder anderen Goodies. Ein paar Waffen, sind viele Sachen bei, die braucht ihr nicht unbedingt, ja. Oder die haben wir schon als Raid-Waffe, wo sie eigentlich genauso gut ist, ja. Bis auf den intrinsischen Perk, der in den meisten Fällen hier deutlich besser ist. So wie bei der Nachsicht zum Beispiel. Aber das haut alles ab, ja. Das heißt, bleibt da auf jeden Fall noch dran, holt euch da noch den einen oder anderen Roll. Und die Exo-Missionen und sowas, die wandern ja eh dann in den Rotator, das ist erstmal halb so wild. Trotz alledem würde ich das jetzt auch noch machen, ja, holt euch auf jeden Fall noch die ersten beiden Wochen von der Stunde 0, ja, dass ihr die Ausbruch Primus mit Rückspulgeschossen craften könnt, sehr, sehr gut auf jeden Fall.
Und genau, Resonanzlegierung und harmonische Legierung, die gehen auch raus. Ja? Das ist aber halb so wild. Die Bruchstücke, ja, denkt dran, legendäre Bruchstücke, Leute, die müsst ihr ausgeben. Holt euch Raid Banner. Ja, auch das habe ich in meinem Vorbereitungsvideo zu Final Shape gesagt. Holt euch Raid Banner, holt euch die Ressource vom Mond, sodass ihr Glimmer kaufen könnt hinter Baraul. Und ihr könnt eigentlich auch schon anfangen, exotische Engramme zu sammeln. Ja, weil zumindest habe ich nirgendwo was gelesen, dass die weggehen sollten, weil die brauchen wir ja für das neue System bei Raoul in Final Shape, um den Rang zu leveln, ja. Ja, das nur eine kleine Erinnerung an euch. Denkt dran, macht das noch. Aktuell, was auch noch wichtig ist, da könnt ihr noch bis morgen zum Reset rein. Und zwar, wenn ihr hier auf Legenden geht, ja, in Prophezeiung, aktuell farmbar, da ist das Impuls, ja, das Solarimpuls ist halt sehr gut. Impulsgewehre werden sehr stark gebufft in Final Shape. Das könnt ihr mit Auskommen und Weißglühend oder Healclip und Weißglühend zum Beispiel bekommen. Könnt ihr beim Endboss farmen. Ja, geht auch sehr schnell. Das könnt ihr noch machen. Und alles andere haben wir eigentlich in dem Video für die Final Shape Vorbereitung besprochen, was ich schon vor vielen Wochen gemacht habe, damit ihr genug Zeit hattet, alle Beutezüge zu machen. Ja, das wollte ich euch nur sagen, Leute. Einfach nur noch mal kurz, ja, auf dem Schirm haben. Holt euch da vielleicht noch den einen oder anderen Goodie. Ja, gerade auch aus den alten Seasons. Da könnt ihr jetzt noch relativ einfach die Waffen holen, sowas wie bei Season of the Witch, den Eremit zum Beispiel, ja, ein sehr gutes Fusionsgewehr auch, was man sich mal an die Seite packen sollte. Die Riven Season, ja, Season of the Witch, da habt ihr Streusignal, ja, für den Kinetic-Slot, ja, so eine Strandwaffe halt. Ja, Leute, ihr wisst Bescheid, geht auf jeden Fall noch rein. Ich aktuell jetzt vor Final Shape ist hier noch ein bisschen Cooldown auf YouTube. Wir streamen relativ viel, beziehungsweise ich streame, wenn ich halt Zeit habe, weil wir aktuell halt noch viele Helplines machen mit den Leuten zusammen. Und ja, alles andere, mit Final Shape geht's voll los, ja, da werden wir uns auf jeden Fall sehr viel auf Twitch sehen, auch auf YouTube, da werden natürlich neue Builds geballert und da freue ich mich sehr drauf. Ja, Leute, das war's von mir, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao.